Du möchtest die Morgensteifigkeit abschütteln und energiegeladen in den Tag starten? Dann ist die jetzt folgende Mobility-Morgenroutine für dich genau das Richtige. Ich mache es dir jetzt super einfach. Du musst einfach nur mit mir mitmachen. Du brauchst nur ein Quadratmeter Platz. Wir werden nur 5 Übungen machen, a eine Minute, und trotzdem wird es dir danach deutlich besser gehen. Bitte halte dich in Wandnähe auf. Die Wand werden wir strapazieren für 2 unserer Übungen. Übung Nummer 1 ist die Froschkniebeuge, die Fersen zusammen, die Füße ins V. Jetzt gehen wir runter in die Hocke, heben die Fersen an und setzen die Fingerspitzen auf und wollen auch in der Startposition idealerweise den Boden berühren, und da kommen wir auch immer wieder zurück. Die Minute läuft ab jetzt. Ich setze die Knie ab, atme ein und mit der Ausatmung stehe ich auf, strecke die Knie so weit ich kann. Einatmen, Knie berühren wieder den Boden. Ausatmen, ich komme rauf. Wenn ich oben bin, nehme ich immer das Kinn zur Brust. Ein runter, aus rauf. Du gehst so tief, wie du kannst mit den Knien. Idealerweise praktizieren wir immer barfuß bei solchen Dingen. Versuchen die Zehen ein bisschen aufzufächern, und bei dieser schönen Froschkniebeuge werden eben auch die Zehen und Füße gedehnt, die Sprunggelenke, Knie und Hüften mobilisiert, die Beinrückseite gedehnt und die Oberschenkelvorderseite gekräftigt. Also super effizient, alles in dieser einen einfachen Übung, die zum Beispiel auch in unserem Mobility-Programm für Anfänger ihren Platz hat. So, das war schon die erste Minute. Knie leicht beugen, Wirbel für Wirbel hochkommen. Und jetzt brauchen wir die Wand. Lehn dich an der Wand an. Deine Füße stehen hüftbreit und deine Fersen sind ungefähr so 1,5 bis maximal 2 Fußlängen von der Wand weg. Leg bitte jetzt die Hände auf deine Oberschenkel und nimm so viel Kontakt als möglich mit der Wand auf. Und jetzt schälen wir uns von der Wand weg. Zeit läuft, Kinn zur Brust, Wirbel für Wirbel wegschälen. Dabei gleiten die Hände nach unten. Und jetzt suche ich meine Bewegungsgrenze bei gestreckten Knien. Ich gehe so tief ich kann. Ich nähere mich schön meinen Oberschenkeln an. Und jetzt mache ich den Po ein bisschen fest, ziehe den Bauch ein. Die Hände gleiten wieder hoch und ich bringe einen Wirbel nach dem anderen zurück an die Wand. Und jetzt ist auch wieder der Hinterkopf dran. Kinn zur Brust, einen Wirbel nach dem anderen wegschälen, runtergleiten, klein machen, ran an die Oberschenkel, soweit es geht, Wirbel für Wirbel rauf. Beim Raufgehen wirst du feststellen, kommst du ein bisschen besser Wirbel für Wirbel dran. Beim Runtergehen ist es ein kleines bisschen schwieriger. Arbeite sorgfältig, ja, dass wir deine Wirbel ein bisschen separieren. Ja, wenn du jetzt merkst, dein Rücken ist eher so im Betonmodus, es geht eher so klapp, klapp, wie so ein Brett weg und wieder hin, dann kannst du dir vielleicht mal unser Rückenprogramm anschauen. So, Übung Nummer 2 ist fertig. Jetzt bleiben wir in Wandnähe. Weiter weg macht es ein bisschen schwerer, näher dran macht es ein bisschen leichter. Nehmen die Hände einfach vor den Körper und lassen den Blick nach vorne ausgerichtet. Zeit läuft. Ich tippe hinten jeweils an der Wand an. Ich möchte so ein bisschen unter Anstrengung an die Wand rankommen. Komme in die Rotation, mein Stand ist stabil, meine Knie sind leicht gebeugt. Atme tief und regelmäßig weiter über die Nase. Und wie gesagt, Blick nach vorne ausgerichtet lassen, sonst wird es viel zu leicht und der Effekt verpufft. Und so ziehen wir ein bisschen die Schulterblätter weg von der Wirbelsäule, dehnen den oberen Rücken und die Schultern somit. Und natürlich bringen wir die Wirbelsäule in die Rotation. Ganz einfach und wirkungsvoll. Damit haben wir Übung Nummer 3 geschafft. Jetzt darfst du dich ganz bisschen breiter aufstellen, Knie leicht gebeugt, Becken in die Aufrichtung, also raus aus dem Hohlkreuz, ein bisschen Po-Spannung aufbauen. Ich lege meine linke Hand an den Oberschenkel, meine rechte Hand führe ich über Kopf.
Zieh den Arm raus aus der Schulter, schiebe meine Hüfte zur Seite und gleite mit meiner linken Hand am Oberschenkel nach unten. Komme so in die Dehnung der rechten Körperseite rüber zur anderen Seite. Halt die Po-Spannung, Arm über Kopf, Arm rausziehen. Vielleicht mit der Einatmung, mit der Ausatmung in die Seitneigung und immer die Hüfte schön rüberschieben. Das machen wir jetzt schön dynamisch. Rausziehen und Hüfte rüberschieben, Hand gleitet nach unten. Du kannst hier die Knie leicht gebeugt lassen, aber auch strecken. Beides ist okay. Wichtig ist mir, dass du nicht im Hohlkreuz hängst. Also halt die Po-Spannung aufrecht. Und damit sind wir schon bei der letzten Übung. Das ist der Shake. Komm wieder hüftbreit, beug die Knie leicht ein. Stell dir vor, du wirst am Scheitelpunkt nach oben gezogen und lass jetzt vor allem deine Schultern ganz locker. Ich habe ja davon gesprochen, die Morgensteifigkeit abzuschütteln. Das machen wir jetzt hier wirklich nicht nur sinnbildlich, sondern praktisch. Zeit läuft und wir schütteln noch ein bisschen den Körper durch. Tiefes und regelmäßiges Atmen über die Nase. Halswirbelsäule aufrecht, Kinn so ein bisschen nach innen reinziehen. Füße ganz gleichmäßig belasten, Vorfuß und Ferse. Der Shake ist super genial, vor allem wenn man ihn lange macht. Was meine ich mit lange? So 10 Minuten. Das machen wir in unseren Kraftprogrammen, auch um die Spannung wieder komplett rauszuschütteln. Alle unsere Programme, unser gesamtes System ist immer unten in den Kommentaren angepinnt. So, das war's auch schon. Jetzt interessiere ich mich natürlich sehr dafür, wie es dir mit dieser ganz kurzen Routine geht. Schreib das unten in die Kommentare. Gib mir gerne ein Däumchen nach oben für das Video. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.